Bin jetzt aus dem Urlaub zurück. Ich hatte Und gehofft, dass du die Kamera. Was? Hä? Ah, da! Hola, Ja, Senor. ich Hey, wollte gerade. Hey, Fabio. Wilke, willst du zurück aus dem Urlaub oder was? Ja. Hier, Ich war Kiefer. 19 Tage da, war Ah. prickelnd. Man sieht hier, guck. Guck mal, Wilke hat sich eine Motorradhose gekauft. Ja. Knackebraun. Kollegen, hört doch mal auf, Mega. hier über Arbeit zu Ich habe den sprechen, Bestand Mensch. schon und da ist das nämlich tatsächlich so zusammengeklebt worden. Junge, packst du mich noch einmal an, zieh ich dir einen Scheitel. Lass uns mal jetzt über Motorräder reden. Über wen? Motorräder. Oh, und der geht mir so auf den Sack mit seiner. Hast du denn überhaupt schon Zweirad? Also, ich fahre ja Mofa. War ich Ich sogar kann schon mir mit Mofa dir. kaufen, dann scheißen wir auf Motorräder. Ich hab ne Pucht Maxi S. Oh, Chef, komm. Wir haben eine wichtige Frage. Was willst du jetzt schon wieder von mir? Was für ein Motorrad? Ich nerv ihn auch die ganze Zeit, aber die Frage ist jetzt: Carsten hat gefragt, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt Motorradführerschein mache, muss ich 2 Jahre gedrosselt fahren oder bin ich. Wie alt bist du? 18. Ja, dann wie so. Alt bist du? 36. Ja, dann kannst du fahren, wo du willst. Aber bei dir haben sie aus Sicherheitsgründen Alter, gedrosselt. Bist du alt, ey. Alter, jetzt fängt er. Ey, hast du das gehört? Alter. Bis 25 Jahre. Dieses Wenn du dann die Motorradführerschein machst, bis 25 Jahre bist du drauf. Dieses fiese Wiesen, kannst du mal was zu sagen? Alter, bist du alt. Und du gehst noch auf Festivals? Alter, jetzt geht's aber los. Ihr müsst ja gar nicht in Wacken, müsst doch nicht da oder was? Der hat seine Hochwasserhose. Genau, ich hab doch meine Motorradhose an. Ja, passt ja auch. Nee? Bei dem Wetter zum Wacken, hast du das gelesen? Bei dem Wetter zum Wacken, du, dann ist zu. Die lassen ja gar keine Leute mehr. Nein, das geht doch gar nicht um das Wetter. Da geht darum, der kriegt ja nicht gemacht. Da geht nur darum, wo ich nicht. Ja, stimmt. So, und wie schaltest du jetzt raus? Das sehe ich heute Abend, mein Freund. Das ist eine gute Werbung für ihn. Morgen geht der Vertrag für nächstes Jahr zu geschickt. Wenn ich meinen kriegen würde, wäre das Beste. Du willst zum Wacken. Aber ich habe gerade... Du! Wenn das Geriebene stimmt, ne? Ist mir das scheißegal. Lass ich mich auch im Dreck im Stamm tätowieren von irgendeinem Besoffenen. Das ist mir scheißegal. Du, wenn die Kohle stimmt. Ja, so Henna-mäßig mit Stamm. Wenn da so 2 Indien zu über sind. Ja. Hier waren 2 Indien. Du musst dich jetzt mal von diesem besoffenen Kerl im Matsch unter Wasser tätowieren. Auf für Arschbacken. Mach den ganzen Körper voll. Ja. Und jedes Jahr ist er so trocken, dass da gar nichts passiert. 20 Euro. Aber was ist jetzt mit dem Wolle-T-Shirt? Ist das in Arbeit? Ich glaube, das wird gar nichts, wie es nämlich immer so ist. Die Euphorie steigt in den Videos. Die Leute sagen, oh, da müsst ihr machen, das wollen wir haben. Und wenn dann so weit draußen heißt es, wie? Da kostet 19,95 zu teuer, dann kaufe ich ihn. Ja, allein die Herstellungskosten, bis das fertig ist. Ne? Ich habe nämlich gestern Abend die gleiche Debattiererei mit jemandem geführt, den ich kenne, der will das auch haben. Ich sage, weißt du, was uns das kostet, bis ein T-Shirt wirklich produktionsreif fertig ist in der Entwicklung? Entwicklungsphase, da kostet ein T-Shirt fast 700 Euro. Das ist ja geil. Das ist nein, das ist so! Mit den Kosten der Leute, Computerkosten, Scheiße, entwerfen, Designer, ja, gut, das stimmt. Machen, tun, das kostet 700 Euro. So, und wenn du jetzt, ne, 10 Stück nur verkaufst in einem halben Jahr für 19,95, kann man sich das ja ausrechnen, da bleibt nicht viel hängen, ne? Aber ich finde, das wolle die Hast Kosten du bezahlen. Hast du über Autoindustrie geredet, die rechtfertigen sich auch mal, warum die Golfs so teuer sind. Die Golfs also sind so teuer. Weiß, wie teuer die Golfs sind ja nur so teuer, weil ja Leute arbeiten wie Peter Hemmler. Die arbeiten. Ne? Und die da einfach Vermögen da rausschnurren und nichts ausfressen den ganzen Tag. Ach, warte, und was ist gerade los? Wo ist das los? Sandra! So ruhig und still im Hintergrund. Ich muss mich hier um die Menschen kümmern, die Angestellten. Gib meinen Job nach. Ja, die cool. Habe ich ihn letztes Mal genannt, ist er gar nicht drauf eingestiegen. Nee, leider. Das ist ja cool. Du beschädige ihn auch noch. Ich schreibe schon den ganzen Morgen mit ihm. Er will auch nicht mehr. Er will auch nicht mehr in den Videos. Er will Peter? Nicht mehr. Ja, weil Peter hat mit dir noch ein persönliches Gefecht. Weil du machst ihn nämlich immer nur fertig. Du willst ihn nur darstellen. Was schiebst du das denn jetzt wieder auf mich sein? Du brauchst jetzt nicht wieder dafür sorgen, dass ich schläge auf Peter. Wer schreibt denn immer das Drehbuch? Ja, Bronn. Du! Jetzt sagt der Erd ein persönliches Gefecht mit mir. Du hast im letzten Video Peters oder vor einigen Videos Peters Adresse veröffentlicht. Ich glaube eher, dass der Angst vor Wilke hat, weil Wilke jetzt Rocker wird. Was war das noch? Rocker. Hirtenfahrt. Hirtenfahrt. Hast du die Strafe überwogen? In Norden. Das ist kurz vom Deich. Und du verkaufst mir ein Haus ganz billig, Peter. Ja, ich hab dir das gesagt. Du wolltest ein Vermögen haben. Ich kaufe dir das noch haben. Aber zu meinem Preis dann. Und du bist froh, wenn ich das mache. Morgen liegt er nur noch im Pool zu schnorchen, damit ihn keiner sieht. Morgen hast du jetzt die Straße voll stehen. Mit so einem Stroh, halt jetzt in seinem Pool. Die Tür mit Eier geschmissen. Ja. Morgen in der OZ im Norden werden kurzfristig Grundstücke gefallen. Ja. Da ist mehr los als in Wacken. Ja, so. Weil da kann man trockenen Fußes campen. Ja.
Der hat hinterm Haus einen See, das ist wirklich geil. Hat er? Großen. Veröffentliche doch noch mehr Informationen. Da geht Peter Bohr so 7 Wochen nackt baden. Falls das jemand sieht. Hat er sowieso. Ist er da am Wichsen? Hat er da auch Nixon? Ja, der hat auch Nixon da. Nixon im Schwul, Pool. Ja. Ach, wie schön. Ja, wieder aber 18 das Video. Ja. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er da mit so einem Meerjungfrauenflossenkumpel da rumhaben will. Guck mal, Ariel Bodybuilder-Frau. Ariel, die Bodybuilder. Jetzt kriegen wir beide auf den Schnurr. Oh Mann, was denn? Okay, der hätte ja auch bei einem Barbie-Film mitmachen können, der Vater sein von Ken oder so. Ja, schön. Jetzt kriegen wir vier auf die Plätze. Deswegen. Ja, gut, dass wir einen Rocker kennen. Ne, Wilke? Ja, Wilke. Du siehst zumindest so aus, von der Frisur her. Mhm. Ich Wilke, die musst du später in der Hand nehmen, nämlich ganz gefährlich. Aber der geht wieder in so rein. Aber die Frisur muss an, die passt ja Wilke, ja, dann lässt er sich mit dem Breit quatschen. Genau, ja. Dann lässt er sich breit quatschen. Dann lässt er sich egal, komm, lass uns aufhören. Wie heißt denn der olle Film noch, wo die da reingehen? Sons of Energy? Nein, wo die da rein in. Ah, diese alten Buddies da, die dann rumfahren. Cheech and Chong? Road Revival. Ja, genau, und in den Club gehen. Da hat er jetzt Cheech and Chong oder so, wie die da in der Bude stehen. Bäh, bäh, den Film kennst du ja auch, ne? War klar. Sandra war oh, geil, Jurassic Park Pullover. Geil, ne? Der erste Jurassic Park Film, als ich ein Kämpfer war, der gruseligste Film, den ich gesehen habe. War auch so. Als ich ein Kämpfer. Wie findest du den neuen Jurassic Park Film? Auch gut, alle gut. Der jetzt zuletzt rauskam, auch der gut. War geil. Alle geil. Was soll ja noch einer rauskommen? Man munkelt. Bitte? Man munkelt. Warum ist da ein Laserpointer auf deiner Brust die ganze Zeit? Hä? Kein Laser, das ist eine Kette. Ach, das ist Björn. Ich denke einfach, machst du. Ach so! Da war ein Laserpointer auf deiner Brust. Ich dachte, mein Steinchen. Oh, mein Kopf. Warum guckst du das? Ja, weil wenn ein roter Punkt die ganze Zeit rüberrollt. Ja, ja. Ich meine, auf der Brust mal gut, aber da steht ja ein roter Punkt. Nee, stimmt, es soll eine Serie rauskommen über die Entstehung vom ersten Jurassic Park, wie der entstanden ist. Mag sein, kann sein. Boah, du bist ja ein Riesenfan, ey. Ich bin nur der Pulli-Träger, ich habe auch eine Jacke davon, aber nur, weil es cool ist. Wieso hast du diesen Jeep nicht, den die da alle fahren? Hab ich nicht. Hab ich. Park-Jeep. Hab ich nicht. Hast du den? Wo? Steht doch draußen, doof. Nein, den echten, originalen, wie die im Film. Muss ich nur folieren lassen. Ja, lass ihn doch folieren. Gallo, kannst du uns den Auftrag geben? Jurassic Park. Ich hab schon ein Moped, was aussieht wie ein Drache. Dann kann ich nicht noch ein Auto haben, was aussieht wie ein Dinosaurierfahrzeug. Kannst du schon. Muss er nur zu Ron gehen eben. Nee, der ist nicht so gut drauf. Warum? Weiß nicht. Der braucht Urlaub. Dringlichst. Ihr seid doch jetzt im Urlaub, ne? Noch nicht, noch sind wir hier. Wann seid ihr? Nächste Woche? Samstag. Wie lange? Eine Woche auch. Das reicht auch, ne? Für mich reicht das eigentlich nicht. Echt nicht? Ich kann eine Woche zusammen mit meinen Männern Urlaub machen und eine Woche brauche ich dann nur alleine. Ohne Männer. Ja, dann mach das doch. Schickst du Ron runter, sagst du die Karte hier lassen? Ja. Machen wir das so? Oder? Oder machst du die Gallo? Der fährt in den Urlaub und kommt trotzdem wieder her. Kommst du auch mit? Ja. Nee, ja, nicht mehr. Ach so, oh, das ist mega. Gallo, ich fahr jetzt mit Marcel. Ja, wie bei dir. Machst du Urlaub, kommst du trotzdem hierher. Ja, und nehmen Abstecher mal. Geht doch. Aber Marcel und wir haben ja letztes Mal einen Eintagestrip zusammen gemacht. Das war ja auch sehr nett, ne? Wo waren wir? Wir sind auch nicht. Im Dino-Park. Ja. Wo ist denn hier ein Dino-Park? In Münchenhagen, in Rehburg-Lockum. Ist das ein Steinhuder Meer in der Nähe von Hannover? Dieser witzige Park, wo die Dinosaurier so schlecht aussehen? Na, so schlecht, nein. Also in Köln sahen sie besser aus. Das war ja auch was anderes. Ja, das war aber richtig geil. Das ist geil, ne? Da sind wir letzte Woche Mittwoch gewesen. In Köln ist geil gewesen, ja. Haben wir auch schon. Das war richtig geil gewesen. Jurassic Exhibition, irgendwas so. Das ist ziemlich cool. Den Schweinkram meinst du? Ja, das ist ziemlich cool gewesen. Und was macht ihr jetzt gerade? Rechnungen bezahlen. Da musst du gar nur bei helfen. Ich muss das absegnen, dass das auch in Ordnung ist. Ja, jede einzelne Rechnung. Marcel macht, guckt und dann erledigt. Und dann sage ich, nee, das ist aber nicht in Ordnung. Nimmt sie die dann ab. Und die Hälfte davon ist dann Schredder. Nehme ich jetzt gleich mit. Du schredder das alles. Wieso bezahlt? Das ist ja bezahlt. Da ist aber noch kein Stempel drauf bezahlt. Das fehlt noch. Da steht nur drauf, dass du es abgearbeitet hast. Ja, dann kommt jetzt gleich, ich mache dann bezahlt und dann geht es dann in den Schredder. Reicht dir dann auch, oder? Ja. Ach so. Ganz einfach. Oh. Dein Urlaub war schön, Wilke? Italien ist geil. Gardasee ist geil. Sehr schön. Wirklich schön. Wie lange fliegt man dahin? Eine Stunde. Aber du kannst besser im Auto fahren. Ja. Wie lange fährt man mit dem Auto? 8, 9, 10 Stunden. Aber, wenn du keinen Bock mehr hast, Auto weg. Ja, das ist wenn du überlegst, Leihwagen, Flughafen, Gardasee, zurück, tanken.
dann kannst du auch, plus die Flüge, dann kannst du auch Auto fahren. Ja, das stimmt allerdings. Viele Deutsche da, sehr, sehr viele. Also schon schön. Schön. Und nicht weit weg, ne? Das ist so. Das ist auch so Deutschlandurlaub, voll cool. Es gibt so coole Sachen. Was haben wir denn? Die Bodensee? Ja. Bayern ist schön. Auch hier oben bei uns. Ja, ich könnte hier aber keinen Urlaub machen. Aber Erzgebirge auch total geil. Alles aber stell dir vor, du fährst an die Nordsee. Ja, da würde ich ja nicht, wohne ich. Ja, siehst du, da bin ich ja eine halbe Stunde. Ja, das ist ja das Problem, das sagst du ja auch am Tag. Ja, aber so Erzgebirge, Mosel, Rhein, voll cool. Gibt doch so coole Sachen. Vergessen die Leute. Wir haben so einen Reiseführer für Deutschland. Das gibt so coole Sachen hier bei uns. Aber bei dem Wetter, schau mal draußen. Noch regnet es heute mal wieder nicht. Endlich. Es soll gleich wieder richtig regnen. Heute Nachmittag wieder. Ich muss auch noch Rasen mähen. Wilke, du kannst das doch bestimmt so gut. Du hast doch so viel Ahnung davon. Ole kann das doch gut. Wer? Ole. Gibt's den noch? Ja. Gibt's den noch? Schon lange nicht mehr gesehen. Mach doch nichts. Wer kann das? Ich kann das auch gut, aber der Rasen ist mittlerweile so hoch, weil ich doof hab da Dünger drauf geknallt letzte Woche. Oder vorletzte Woche und jetzt. Und dann schön der Regen. Schön der Regen und dieses Feuchte und super. Ich kann euch ja Udo Tesch nach Hause schicken, Ron. Ron füllt Süßigkeiten auf. Was? Du musst mal gucken, wir haben unseren Abstärkung gestern ausgeräumt, ne? Was da alles drin war. Ich frage, ob ich Udo-Zeug schicken soll, Rasenmähen. USA-Box. Voll geil. Da waren sind da nur amerikanische Süßigkeiten? So geile Sachen drin. Nein, und du gehst jetzt nicht in die Küche und du lässt das alles so und wühlst ja, ich das auch nur nicht durch. Du brauchst das komm, auch nicht filmen. Er möchte das filmen. Je mehr die anderen essen.